Die Rückseite hätten sie definitiv schöner machen können. Hallo Freunde der Hinge Plate, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und ich habe hier die 75229 aus dem Jahr 2019 aus der Lego Star Wars Reihe. 329 Teile, 30 Euro Listenpreis, aktuell für 40 Euro aufwärts zu haben. Und ich habe mir dieses Set mal rausgepickt, weil ich in der Vergangenheit ja schon mehrere 30 Euro Lego Star Wars Sets vor der Nase hatte, mit denen ich vom Umfang her nicht ganz so glücklich war. Und ich finde, das hier fällt in die Kategorie der besseren 30 Euro Sets. Und ich dachte, wir gehen es einfach mal durch. Drei Minifiguren sind dabei, ein Mausdroide, ein bisschen Zubehör und ansonsten keine Sticker. Also das schon mal vorab, keine Sticker. Wenn hier was irgendwie angemalt ist, es ist ein Print. Das ist schön, aber es ist auch nicht viel. Also hier hat man eigentlich alles über Teile gelöst. Dabei sind ein, und das machen wir direkt vorab, ein Stormtrooper. Ich stelle den hier mal hin, in der Hoffnung, dass ihr den besser sehen könnt. Und dann haben wir hier baumelnd Luke und Leia. Und alle drei Figuren sind hübsch bedruckt. Luke und der Stormtrooper haben auch einen Beinprint, den hat man bei Leia weggelassen, aber da sie so ein weißes Kostüm trägt, finde ich das in dem Fall eigentlich ganz passend. Das ist vollständig okay. Luke und Leia hängen hier auch an so einem, ja, so einem kleinen Widerhaken und da hat Luke dieses Ende des Bändchens in der Hand. Das kann man natürlich auch abnehmen. Leia wird dann hier hinten befestigt über so ein transparentes Rückteil, dass sie sich gefühlt festhalten kann. Und dann baumeln die beiden da. Das Ganze ist ein Spielset tatsächlich. Das merkt man auch, weil der Detailgrad ist jetzt nicht so hoch. Das heißt, es ist nicht zwingend ein Vitrinenstück. Aber dafür, dass es ein Spielset ist, bin ich irgendwie erstaunt, dass hier keine Stud-Shooter zum Einsatz kommen, sondern tatsächlich normale Blaster. Das macht das Set also zumindest von den Figuren her, für die, die es in die Vitrine stellen wollen, dann doch vielleicht etwas interessanter. Ich mag das Set, wie gesagt, sehr gerne. Das liegt daran, dass es ein bisschen flexibler ist, als es zunächst den Anschein macht. Es ist natürlich nicht perfekt. Also 30 Euro für 329 Teile und drei Minifiguren ist sowieso schon ein Thema. Und es gibt durchaus ein paar Schmerzpunkte oder für mich einen größeren Schmerzpunkt, ehrlich gesagt. Trotzdem finde ich es an sich gelungen, denn man erkennt erstmal die Szenerie. Das finde ich gut. Also die Idee ist, dass wir hier oben den Stormtrooper haben und der kann dann auf Luke und Leia schießen, während die versuchen, da irgendwie rüber zu hangeln. Das ist also das erste Set, Setup dieses Sets. Und sie baumeln hier oben an diesen, was sind das? Irgendwelche Spulen wahrscheinlich für Strom oder Energie, was auch immer. So, ich nehme das mal ab, die beiden, die haben genug gebaumelt. Und leg sie mal hier zur Seite. Und auch der Kollege kann mal aus der Gleichung. Man muss ein bisschen vorsichtig sein beim Abnehmen der Figur. Hier oben sitzt nur so eine dreieckige Plate und die zieht man dann auch ganz gerne mal ab, wenn man da zu herzhaft dran rumzwurbelt. Fangen wir hier an. Wir haben hier so eine kleine, ich weiß nicht, was es sein soll. Eventuell ist es ein Druide, der durch die Gegend wuselt. Der trägt so ein weißes, kleines Luke Skywalker, guckt in die Ferne, Fernglas mit sich. Dann haben wir hier hinten eine Leiter, um überhaupt erstmal zu dieser Position hochzukommen. Und hier haben wir ein kleines rotes Rad. Und da verbirgt sich auch das erste Spielfeature. Denn wenn der Stormtrooper da steht, können wir den... Ich mache das einfach mal. Der steht da oben nur auf einer Noppe. Und zack, fällt ein Feature raus. Kommen wir gleich zu. Das heißt, wenn der hier an seiner Station rumfuddelt, kann ich hier hinten an dem Rädchen drehen und in der Theorie zumindest, er fällt dann um. Super. Das heißt, wir haben ein Spielfeature. Dann ist mir gerade aus dem Loch gepurzelt, haben wir diesen kleinen Mausdroiden. Der ist natürlich super simpel gemacht, keine Frage. Das sind zwei Plate Modified, auf die kommen die diese Stats. Und dann haben wir hier vorne hinten einen Slope, in der Mitte noch einen Brick Modified. Und es ist super simpel, aber es ist effektiv. Und er passt eben hier in diese Öffnung hinein. Das heißt, der kleine Mausdroide hat auch eine Garage. Was ich an diesem Teil ein bisschen schade finde, aber das, ja, ich weiß nicht warum, aber es liegt wahrscheinlich an der Teilezahl, sonst wäre es plötzlich ein 40-50 Euro Set gewesen, wenn man hier unten noch ein bisschen gefliest hätte oder ein bisschen Struktur reingegeben hätte. So ist es halt schwarz. Andererseits kann man natürlich auch sagen, okay,
Die Figur steht hier oben, das ist der Abgrund. Und der Abgrund ist eben dunkel, da scheint kein Licht und dementsprechend soll das die Tiefe symbolisieren. Ist okay. Ja, das war es auch eigentlich schon auf dieser Seite. Dann kommen wir hier rüber. Wir haben hier natürlich auch eine schwarze Platte am Boden. Und dann haben wir hier dieses große Türelement. Und die Tür lässt sich hochziehen und rastet dann ein. Und dann hat man an der Seite ein kleines Hebelchen. Und dann kommt die Tür einfach wieder runtergeschnellt. Das finde ich schön gemacht, weil gerade in der Szene in Episode 4 ist es ja so, dass diese Türen recht schnell rasant schließen. Und das kriegt man mit dieser Mechanik ziemlich gut hin. Also das mag ich, wie sie es gelöst haben. Von der Seite. Denn wenn wir das Ganze mal umdrehen, dann sehen wir hier hinten, ja, wie es gemacht wird. Ne? Der gesamte Mechanismus, wenn man ihn so nennen möchte, ist überhaupt nicht versteckt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das heißt, man zieht hier hoch und dann sehen wir auch, hier sitzt eine Fliese auf einer Technikplate oder Plate Modified und das rastet dann da ein. Und wenn ich den Hebel hier hochdrücke, rauscht es runter. Okay, aber hier ein blauer Technik-Pin, da der Tan-Technik-Pin, dann die rote Technik-Achse. Hier liegt vieles offen, das heißt, von dieser Seite ist es nicht wirklich schön. Das ist so mein größter Schmerzpunkt, dass man es eben von hier irgendwie nicht so hübsch präsentieren kann. Andererseits, wenn man es dann hinstellt, stellt man das einfach an die Richtung Wand und dann ist das Problem gelöst. Also es ist jetzt nicht der Riesenbauchschmerz vor dem Herrn, es ist nur einfach so ein hätte verkleidet einfach netter ausgesehen. Und das wäre ja machbar. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt eine hochkomplexe Struktur. Ich glaube, das hätte man hinbekommen mit ein paar Teilen mehr. Aber wahrscheinlich schlägt dann der Finanzminister bei Lego zu und sagt, dann sind das aber plötzlich 379 Teile. Dann kommen wir nicht mehr in die 30 Euro Preis-Range. Schade. Gut, also das haben wir auch. Und jetzt seht ihr hier schon, hier steckt was raus, ne? Das ist nämlich der Gag. Man kann dieses Set so präsentieren, dass Luke und Leia hier fröhlich über dem Abgrund baumeln. Oder wenn man es dann zusammenklappt, hier hinten sitzt eine Hingeplate, dann kann man hier die Brücke ausfahren. Ups. Und vorausgesetzt, man macht es einigermaßen richtig, passt die da auch wunderbar ran. Tschüss, Mausdroid. Du willst einfach nicht in deiner Garage bleiben. Und das finde ich schön gelöst. Ich mag auch zum Beispiel, wie sie hier diesen Steg, diese Brücke gefliest haben. Mit den Fliesen, mit den Gitterfliesen dazwischen, das sorgt für ein bisschen Struktur. Ich finde das optisch wirklich nett gemacht. Das ist toll. Und jetzt kann man es auch nicht so einfach auseinanderklappen. Es hat ein bisschen Spiel. Es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn man das hier noch fixieren könnte, dass es einrastet. Das hat man auch nicht gemacht. Aber für diejenigen unter euch, die das Ding eben als Displaymodell irgendwo hinstellen wollen, ist das vielleicht eine schöne Alternative, weil dann wird es natürlich vom Raum auch kompakter. Und ich finde das als Spielset absolut gelungen. Durch den Türmechanismus, der natürlich auch wunderbar funktioniert, wenn das Ding geschlossen ist. Ich muss das einfach nochmal runterschnellen lassen. Das war der ganze Plan. Und die Tatsache, dass wir eben verschiedene Situationen der Szene nachstellen können, eben durch diese Klappgeschichte und die Tatsache, dass wir hier einfach mal die Brücke rein und rausschieben können, ist das Ding schon recht flexibel. Man kann es natürlich auch so präsentieren, aber dann wird es ein bisschen langweilig. Also ich persönlich würde es, wenn, auf Eck stellen, so ist es auch gedacht, oder eben zusammenstellen und dann die Brücke ausfahren und fertig. Und ich mag's. Also ich mag die Optik, weil man erkennt die Szene aus A New Hope, eine neue Hoffnung, erkennt man durchaus wieder. Ach so, der Print. Ha, fast vergessen. Was für ein elaborierter Print. Hier oben sitzt ein Slope mit den Kontrolltafeln, Gerätschaften, Drücke-Dingsies, wo der Stormtrooper dran arbeiten kann, bevor wir ihn hier rausflitschen lassen über das kleine rote Rädchen. Das ist ein Print. Damit haben wir dann auch alle Prints durch. Ja. Aber immerhin ist das kein Sticker. Können wir das bitte nochmal feiern an der Stelle? Es ist kein Sticker. Hurra! Nein, ich finde es farblich absolut gelungen. Ich finde die Dominanz von Dark Bluish Gray mit ein bisschen Light Bluish Gray dazwischen ist eine tolle Farbkombination. Das ist hervorragend, sorgt für einen schönen Kontrast. Ich finde die Anordnung einfach prima. Ich finde sogar den Mausdroiden in der Situation toll. Den können wir dann hier über die Brücke schieben. Ich finde, die Figuren passen absolut. Also für mich
Doch, hat sich das gelohnt, das in die Sammlung zu übernehmen. Würde ich jetzt 40 Euro Aufpreis, Fantasiepreis dafür zahlen? Nein. Ich glaube, das Ding ist auch recht simpel zu rebricken. Also hier sitzen jetzt zumindest meiner unkundigen Expertise nach keine atemberaubenden Sonderteile drin, die den Teilewert unbezahlbar machen. Und ich glaube, wenn man hier und da eine andere Farbe reinsetzt, also man kann ja hier und da auch ein bisschen mit Rot statt mit Grau arbeiten, vielleicht wird es dann günstiger, ich weiß es nicht. Und die Figuren sind jetzt auch nicht so super exklusiv in dem Set. Die kriegt man auch, glaube ich, für nicht so viel Geld. Und also ich würde es wahrscheinlich dann eher nachbauen, als jetzt tatsächlich so ein Ding original verpackt zu kaufen. Wobei ich die Fraktion, ich möchte es gerne selber aus dem Karton poolen, auch sehr gut verstehen kann. Ich lasse die hängen. Ja, also das mal so als Beispiel für ein aus meiner Sicht gelungeneres 30-Euro-Set aus dem Lego Star Wars Universum. Und ich hoffe, dass Lego so ein bisschen wieder in diese Richtung auch zurückkehren wird. Ich meine, die kriegen mich ja sowieso mit den Sets zu der ursprünglichen Trilogie immer. Ausnahmslos. Sobald es Oldschool ist, wird Stefan hellhörig. Das ist normal. Und gerne mehr davon. Echt, gebt mir den 20. Landspeeder. Ich denke drüber nach. Nein, den brauche ich nicht wirklich nochmal. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da geht ja noch was. Wir haben ja diverse Szenen aus den Filmen, die wir noch gar nicht schön präsentiert bekommen haben. Und da könnte man echt noch einiges tun. Und ich finde das Preissegment einfach charmant, weil das jetzt nichts ist, was das Konto dramatisch beansprucht. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu so einem neuen AT-AT in der UCS-Version für 800 Euro. Ich frage mich echt, wie viele sie davon lostreten werden. Naja, also, Fazit. Stefan glücklich. Ich glaube, Kids sind mit dem Set auch glücklich, wenn sie denn eine neue Hoffnung mögen und wenn sie mit der Szene was anfangen können. Das bezweifle ich 2021 mittlerweile ein bisschen, wobei ich glaube, da draußen gibt es eine Menge coole Eltern, die ihren jungen Sprösslingen dann auch recht schnell die ursprüngliche Star Wars Trilogie nahelegen, damit die auch mit diesem Feeling aufwachsen können. Und das finde ich toll. Also wenn ihr Kinder habt, macht das ruhig. Ne? Ich glaube, der Film ist ab 6, von daher kann man da früh mit loslegen. Prima. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das Set auch und seid glücklich? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr das Set auch und denkt, nee, also 30 Euro war es dann doch nicht wert. Ich habe auch keine 30 Euro bezahlt, gebe ich zu. Das war normal im Handel, man konnte es rabattiert bekommen. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, unabhängig davon, ob euch das Set gefallen hat, sondern wenn euch das Video ein bisschen unterhalten konnte. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Glocke nicht vergessen, denn hier geht's regelmäßig weiter. Versprochen. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!